Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone hier bei Matze. Und wir starten auch gleich. Wir spielen mal wieder mit meinem heißgeliebten Warlock. Den ich jetzt schon, ich glaube, Alter, ich habe fast über 10 Runden auf jeden Fall irgendwas anderes gespielt. Das gab schon lange nicht mehr. Das kann ich euch sagen. Ich habe eigentlich fast über Monate nur noch den Warlock gespielt, weil alles andere mir zu langsam war und mir keinen Spaß gebracht hat. Oh, aber jetzt sind wir mal wieder mit Warlock. Jetzt greifen wir mit Warlock an und nehmen wir die Hand? Nehmen wir die Hand nicht? Wir nehmen die Hand. Scheiße. Nein! Fuck! Genau die Karte, die ich nicht auf die Hand haben wollte, kriege ich dann. Ich wollte lieber diese scheiß Leerwandler, diese 1-3er da. Kacke. Yo. Ich wollte immer noch meinen Kartenrücken ändern. Ich finde das voll scheiße. Früher konnte man es. Im Prinzip konnte man das doch über Option. Hätte ich es hier ändern können, ne? Im Spiel sogar. Es hätte sich zwar dann im Spiel selbst nicht verändert, aber so verplane ich das immer wieder, das mal zu der scheiß Sammlung reinzugehen und diesen Rücken zu ändern, weil ich finde diesen Rücken hier gar nicht geil. Den habe ich halt nur, ja, da war halt der neue, ne? Jetzt habe ich den ein paar Runden gehabt und jetzt reicht aber auch. Alter, ich zieh. Das ist so unpassend. Hier, den wollte ich die ganze Zeit. Den wollte ich am Anfang haben, den Leerwandler, ja. Das ist so unpassend, die Karten, die ich jetzt hier für den Anfang bekommen habe. Das sind die, die ich im Late Game haben will. Den machen wir gleich. Mit der Eisenschnabeleule machen wir den gleich fertig. Scheiße. Scheiße! Das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Übrigens, dieses neue The Grand Tournament, das soll ja extra dafür ausgelegt werden, um diese Rush-Decks, diese Zo, Warlock und Facehunter und so weiter ein bisschen bisschen auszubremsen, sag ich mal, weil die halt die Oberhand genommen haben, fast alle nur noch sowas gespielt haben. Und ich bin jetzt relativ gespannt, wie es die nächsten Tage aussieht, ob das merkbar sein wird, ne? Ich kann euch da ja auf jeden Fall ein Feedback geben, beziehungsweise zieht euch einfach meine Videos rein, dann werdet ihr selber merken, ob es sich zum Negativen entwickelt oder ob es eigentlich ein Ladde ist. Ob es alles beim Alten bleibt. Der Spassi, Junge! Mann, Alter! Du Drecksack! Ja, ich bin da raus. Kann sich deinen scheiß Zauber in den Arsch stecken. Du Mistgeburt! Ja, komm. Alter, ich hoffe, er hat jetzt nicht, mach auf alle 2 bis 3 Schaden. Vor allem dadurch wäre schon 3 bis 4. Oh mein Gott, ey, verdammt, ey, dann wäre ich wieder voll in die Falle reingelaufen. Bitte nicht. Bitte nicht. Nee, hat er nicht. Oder? Doch, könnte er trotzdem haben. Er könnte es trotzdem haben. Aber hat er nicht. Was spielen wir denn mal aus? Jo, wenn ich das ausspiele, habe ich ja im Prinzip 3 Kreat. Oh, verdammt, da fehlt noch ein Mana, um ihn auch ausspielen zu können. Scheiße. Schade. Das wäre eine geile Combo. Aber wir spielen dann halt einfach ihn aus. Ja.
Wenn er diese 2 bis 3 Schaden hat, dann muss er es jetzt ausspielen. Er hat keine Wahl. Los, Junge. Los, Menjung. Hau raus. Du Ratte. Ja, jetzt mach doch mal, was überlegst du denn so lange, Alter? Ja, Frog. Mach das doch gleich, Alter. Was muss man da überlegen, Alter? Und jetzt kommt das, worauf ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Danke. Danke dafür, du kleine Missgeburt. Jetzt hat er nur 6 Mana, also so mega krass kann das nicht werden. Los, Mann! Jetzt mach doch mal, Alter, spiel ordentlich Kreaturen aus. Ich will gleich alles auf einen Schlag raushauen können. Können denn manche Leute immer so lange überlegen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. So lange kann man nicht überlegen in diesem Spiel. So. Wenn er jetzt gleich nochmal auf alle 2 bis 3 Schaden hat, dann wäre das ziemlich ätzend. Aber mein 8-8er bleibt da. Weil er hat schon zweimal gefrockt. Kann er nichts gegen machen. Danke. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und los. Dann hauen wir mal rein in die nächste Runde. Muss mir auch noch ein bisschen hocharbeiten. Ich glaube, es kann sogar zum Ende der Woche sein, dass ich dann noch mal eine Zeit durchrushe mit dem Warlock, also dass da mehrere Warlocks-Videos kommen. Einfach nur, damit ich jetzt endlich mal ein bisschen aufsteige, weil wenn ich die ganze Zeit wechsle, ey, da komme ich erstens nicht mit einem Helden in den Rhythmus und zweitens habe ich andere Decks, die halt oft mit so manchen Decks ihre Schwierigkeiten haben, wo die, also da kann ich noch dran arbeiten. Ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich bin mit meinem Priester bin ich nicht zufrieden, ich bin mit meinem Paladin nicht zufrieden und mit meinem Druiden bin ich auch nicht zufrieden. Mein Schamane geht so, Krieger, ja, der Krieger ist ja, also perfekt ist es auch nicht. Ja, da ist auf jeden Fall noch Steigerungsmöglichkeiten. Aber bei meinem Schaman durch die neue Legendary, da geht einiges. Ey, glaube ich, da geht einiges. Die neue Legendary, die ich dafür bekommen habe, ist OP. In meinen Augen ist die krass. Krass. Und diese neue von Krieger, dieser Arian Vryn oder so. Alter, ey. Alter Schwede. Zieht euch mein letztes Priester-Let's Play rein. Alter Schwede. Was für eine Missgeburt. Das geht ja auf keine Kuhhaut, geht das. Ne. Wenn ich daran denke, dann könnte ich schon wieder ausflippen. Das ist die OP, das ist die krasseste Karte im ganzen Spiel. Die muss genervt werden. Wenn die nicht genervt wird, ja, dann weiß ich auch nicht. Also, was sie sich dabei gedacht haben, zieht euch das Let's Play rein, Alter, mein letztes Priester-Let's Play, das ist unglaublich. Das ist so eine Missgeburt, diese Karte. Ne. Ne, 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 ne. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das können die nicht bringen. Das ist viel zu unlogisch. Schöner goldener Jäger. Ich habe das Gefühl, ey, seit diesem The Grand Tournament Update,
sind die ganzen Pro-Gamer oder was auch immer, sind aus ihren Löchern gekrochen. Weil ich sehe jetzt ständig welche mit goldenen Karten und... Jo, danke. Dann halt nicht. Das war jetzt natürlich scheiße. Yo, Spasti. Alter. Nein, 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 nein. Das sieht nicht gut aus. Schon auf 15 Leben so früh gegen ein... ja, wie heißt die Missgeburt nochmal? Jäger, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vor allem ist das als Warlock nicht gut. Nein, als Warlock ist das gar nicht gut. Ich habe zwar jetzt das Spiel, sag ich mal, wieder gedreht, aber das bringt mir auch nichts mehr, wenn ich gegen Jäger... Da kannst du auf dem Feld die Kontrolle haben und im Endeffekt kriegst du die ganze Zeit nur in die Fresse hier. Zieht euch rein, Alter. Ich bin jetzt schon auf 9 Leben. Das kannst du gegen Krieger nicht mehr. Als Warlock kannst du das nicht drehen. Es würde mich selber sehr krass überraschen, wenn ich das jetzt noch drehen würde. Ich werde keine Karten mehr ziehen, sonst bin ich noch schneller tot. Ich glaube, ich habe noch einmal diesen Heilbot da hier im Deck. Der könnte mir nochmal helfen. Aber das war's auch. Oder kriege ich das doch noch gedreht? Er müsste den entzaubern können. Sonst... Okay. Okay. Greifen wir mal zuerst mit der Bombe an. Die wird auf die Hand zurückgebracht. Jo, er hat verloren. Er hat verloren. Vor allem, wenn das hier auch noch kommt. Und, Leute, das noch gedreht. Ich glaube, er hätte einfach mehr auf meine Leben gehen müssen. Ganz ehrlich. Wenn er weitergemacht hätte, auf mich anzugreifen, vorher schon die Runde, dann, und dass er den Pfeil einsetzt und nicht eine scheiß Kreatur ausspielt, dann wäre es besser gelaufen vielleicht, aber... Gut, ich weiß nicht, was er auf der Hand gehabt hat. Wenn er ihm dieser eine Zauber gefehlt hat, um 5 Schaden zu machen, dann kann ich es auch verstehen irgendwie. Ja gut, das war's mit dieser Folge. Mal wieder eine kurze, knackige Warlock-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da und bis zur nächsten Folge. Ciao!